Ich bin Eileen vom Spross-Team und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie unser Windeleimer funktioniert. Zuallererst öffnet ihr den Deckelkopf und entnehmt hier das Unterteil des Eimers. In dem Eimer befindet sich die Stütze und das kindersichere Messer. Dieses bringt ihr zwischen dem Eimerkopf und dem Mittelteil des Eimers in diesem Schlitz an, indem ihr einfach einmal leicht andrückt. Die Stütze nehmt ihr euch anschließend und befestigt sie am Unterteil des Eimers. Jetzt könnt ihr beide Teile miteinander verbinden, indem ihr sie übereinander steckt. Und der Eimer ist einsatzbereit. Hinter dem Sprossschild, das heißt auf dem Deckel des Eimers, ist hinten die Möglichkeit, den Eimerdeckel abzunehmen. Und genau hier drin befindet sich die Nachfüllkassette. Auf der ist am Rand noch einmal genau erklärt, wie sie zu bedienen ist, und das zeige ich euch jetzt. Auf der Kassette steht hier öffnen, und da müsst ihr diese Folie einmal bitte einreißen und von der Kassette abziehen. Hier in der Kassette befindet sich jetzt die blaue Folie, die ihr einmal herausziehen müsst. Und steckt sie quasi durch die Kassette wieder durch. Dann nehmt ihr euch das Ende der Folie und macht unten einen Knoten rein. Nun zieht ihr euch die Folie ein ganzes Eck heraus. Ruhig so lang, wie der Eimer ist, damit die Windeln schön durchfallen. So, und nun zeige ich euch, wie ihr die Kassette in den Eimer einsetzt. Ohne Nachfüllkassette funktioniert der Eimer nicht, denn er verfällt, wenn man diesen Knopf runterdrückt, in eine Kassettenwechselstellung. So gehen die Klappen nicht mehr zu. Das funktioniert aber, wenn die Kassette wieder eingelegt ist, einwandfrei, indem man die Kassette einmal runterklickt und es macht Klick. Jetzt nehmt ihr euch den Deckel und setzt diesen wieder auf den Eimer auf. Durch leichtes Drücken des grauen Knopfes öffnet sich der Deckel. Nun könnt ihr einfach eine Windel nehmen, diese einwerfen und abspülen. Deckel wieder schließen und die Windel ist geruchlos entsorgt. Solltet ihr merken, dass die Klappen nicht mehr ordentlich schließen, weil der Eimer zu voll ist, dann öffnet ihr den Eimer bitte hier und wechselt die Folie. Dafür zieht ihr euch etwas mehr Folie raus und trennt diese am kindersicheren Messer ab. Nun könnt ihr hier oben einen Knoten reinmachen. Und den Folienschlauch inklusive Windeln entsorgen. Anschließend zieht ihr Folie aus dem Eimer heraus. Macht hier wieder einen Knoten rein, legt diesen wieder in den Eimer und es geht weiter mit dem Windeln entsorgen.